the road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. Yeah, I get up. Es ist Ende Juni 2019 und ich befinde mich im norddänischen Hirtshals. Hier ist der Ausgangspunkt meiner Nordeuropa-Tour. Am Abend checke ich in das Bed and Breakfast by the Sea Hirtshals ein, einer top bewerteten und preislich attraktiven Unterkunft für meine erste Nacht. Oft werde ich mich während meiner gesamten Reise spontan für die Übernachtung an den unterschiedlichsten Orten entscheiden und nach meiner Tour alle wichtigen Details in einer Routendatei für euch zusammenfassen. Da ich während der Reise abends oft mit Foto- und Videobearbeitung beschäftigt bin, ziehe ich eine feste Unterkunft vor, habe aber mein Zelt immer griffbereit mit dabei. Das ist ein Strand in der Nähe von Hirtshals, bei dem man mit 30 Stundenkilometern am Strand legal Motorrad fahren darf. Guckt euch bitte mal das an. Habt ihr schon mal sowas Geiles gesehen? Endlich macht sich mal jeder Sandkasten, den man geübt hat, in den Enduro-Parks bezahlt, dass man jetzt hier einfach mal ein bisschen rumfahren kann. Das war meine Erfahrung hier in Hirtshals am Strand. Mega schön. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Hirtshals ist mit seinen knapp 6000 Einwohnern eine kleine dänische Hafenstadt im Nordosten Jütlands. Und dennoch zählt der Hirtshalser Hafen zu den größten Fischereihäfen Dänemarks. Beim typisch dänischen Frühstück am nächsten Morgen lerne ich die beiden Italiener Arigio und Guido kennen, die ebenfalls nach Island reisen wollen. Was das Frühstück übrigens so typisch dänisch macht, erklärt uns Gastgeberin Dörte. Good morning. Would you like to have some morning medicine? Yes, please. It's called Bjesk. It started back in 1932 when a nurse came to town. She picked up the herbs and berries from the nature just like the monks, and then she put it in aquavit. Before this, men didn't want to have medicine, but now they did. So it has been a tradition ever since. Yes. That's good.
Not too strong, but good. Oh, perfect. Hier am Hafen nimmt nun alles seinen Anfang. Tag Nummer 2 meiner Reise nach Island. Darf ich vorstellen, das ist Nelson. Je m'appelle Valentin. Je m'appelle Nelson, enchanté. Enchanté. Und er kommt aus Genf, aus dem französischen Teil der Schweiz. Das sind Italiener vor mir aus dem Hotel, heute Morgen noch beim Frühstück. Und ich bin der Deutsche hier am Start. Und um uns herum, ja, beginnt die Reise nach Island. Unser Schiff, ich glaube, ist es noch nicht da. Aber ich bin mal gespannt, was heute noch so auf uns zukommen wird. Da sieht man auch schon andere Motorradfahrer. Die kommen aus Schweden und alle wollen auf die Färöerinseln oder nach Island. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hier geht's los. Guck mal, die Jungs aus Zagreb habe ich gestern noch auf der Autobahn gesehen. Siehst du mal? Die kommen den weiten Weg aus Kroatien, um jetzt auch mit mir nach Island zu fahren. Und jetzt geht's hier an Bord. Ich zeige euch mal, wie das innen drin so ein bisschen ausschaut. Für die Mopedfahrer geht's nach oben. Hier riecht's nach Fisch. Gibt's wohl frischen Fisch aus Island. Okay, es geht sogar noch eine Etage nach oben. So, auf Deck 3 angekommen. Stehen jetzt hier alle Bikes. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie runterkomme. Aber das geht wohl. Mit den Erfahrungen von 2015 mit dem Trip nach Sardinien habe ich mich diesmal ein bisschen besser vorbereitet. Ich habe eigentlich schon einen Rucksack an mit den Sachen, die ich so wirklich an Bord brauche. Ein paar Sachen nehme ich aber trotzdem noch vom Bike mit. Das ist zum Beispiel eine gute warme Jacke, falls man doch mal ein bisschen draußen an Bord sein möchte. Jeder macht hier übrigens sein Bike ein bisschen selber fest. Da möchte ich das komplette Innenleben einmal mitnehmen. Da ist Laptop drin, da ist Zahnbürste, Duschgel und so weiter drin. Das große Stativ brauche ich nicht für die Zeit jetzt hier. Und jetzt kann ich hier so ein paar Sachen in den Koffer abladen. Wie zum Beispiel mein Tankrucksack. Das ist immer ganz praktisch, wenn man dann wieder ein bisschen neuen Platz hat. Ansonsten lasse ich eigentlich alles am Bike. Ich kann mir jetzt auch hier ein bisschen Zeit lassen, das ist ganz gut. Also man hat jetzt hier Zeit, weil die anderen, die Autos und die vielen Karawanen, LKW und so weiter, die hinter uns waren, die müssen erstmal hier einladen. Ich warte einfach darauf, bis die anderen ihre Mopeds festgemacht haben, denn ich weiß selber aufgrund dieser Kabel, die mir da gerade in die Hand gedrückt wurden, nicht genau, wie es geht. Ich lade noch ein bisschen hier ab. Schlafsack nehme ich mit und Schuhe. Ein Schlafsack, fragt ihr euch, warum das denn? Der hat doch eine Kabine gebucht. Ja, aber nur eine Liegekabine für bis zu 6 Personen. Und es könnte gut sein, dass dort kein Bettzeug liegt. So, dank an den Tom habe ich ein paar Putztücher dabei. Und die Putztücher lege ich mir definitiv hier auf die Sitzbank. Falls ich über die Sitzbank rum muss, möchte ich meine schöne SW Motec Sitzbank doch schützen. Ja, mehr brauche ich nicht. Reifenkompressor ist dann auch drin. Ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Oh, guck mal hier, das habe ich von meiner lieben Julia geschenkt bekommen. Ich habe nämlich heute Geburtstag. Guck mal, ein mega Kompass. Und wo ist Norden? Ich schaue jetzt nach Süden. Ja, das könnte stimmen. Das Boot steht ja genauso drin. Passt. Tolles Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank, Julia, an dieser Stelle. Habe auch noch andere tolle Geburtstagsgeschenke bekommen. Vom Thüringen-Botschafter. Das müsst ihr euch mal angucken. Hier. So was Geiles habt ihr noch nie gesehen. Ihr wisst, dass ich den Hund Jafur von denen so liebe. Ne? Wow, so liebe Leute. Sieht doch super aus. Ja. Und habt ihr die Technik schon raus? Super. Dann muss ich mir das gleich mal abgucken. Ja, gerade noch so ein bisschen das Handynetz, die letzten 2 Striche 3G ausnutzen, bevor wir dann gleich 2 Tage so richtig schön offline sein werden. Eine Zeit, die ich so in letzter Zeit nicht hatte, mal 2 Tage abschalten zu können. Und ja, vielleicht setze ich mich recht intensiv an den Computer, um genau diese Folge hier zu schneiden. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, hä, der Typ ist doch jetzt 15.000 Kilometer fast durch Deutschland gefahren. Wann kommen denn da die Videos? Die kommen ein bisschen später. Ich glaube, ich werde das Thema mit Island, dem Nordkap, Finnland, den drei baltischen Staaten, Polen ein bisschen vorziehen. Möchte aktuell berichten. Und lasse das Deutschland-Thema zu einem Wintermärchen. Mal schauen.
Aber jetzt erstmal wieder zurück zum Bordalltag. Ich war ja gerade mit euch oben draußen auf Deck 8 und jetzt gehe ich runter über Deck 5. Gibt es ganz vorne eine Treppe, die geht so weit runter, dass man eigentlich sagen würde, das war so die dritte Klasse gewesen zu Deck 1 und Deck 2. So ein bisschen riecht es hier unten nach Fisch und Diesel, sagte mir mal eben jemand. Das stimmt auch. Und hier ist mein kleines Reich mit 5 anderen. Und mal gucken, ob da jetzt was los ist. Fitness Center and Swimming Pool. Pool, Sauna, Fitness, Deck 1. Hier gibt es eine Sauna. Ich bin übrigens nicht in einem Wellenbad. Nein, es ist Seegang hier auf hoher See. Aber in Deck 1, unter mir ist echtes Wasser, ist dieser wunderschöne Pool. Und es ist nichts los. Und hier gibt es auch noch eine richtige finnische Sauna, 80 Grad. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da die nächsten ein, zwei Tage mal reinschauen werde. Bevor es für mich jetzt zum Abendessen geht, wollte ich euch noch einen kleinen Blick in meine gemütliche Unterkunft gewähren. Kommt, tretet ein. Es gibt ja eine Bewertungsgruppe für diese Schiffe und die geht von 1 bis 10. Und da sind wir auf dem Schiff, das hat die Bewertungsgruppe 1,8. Das heißt, das ist eins mit der sichersten Schiffe, die es überhaupt gibt, Fähren. Also das hat mich schon mal sehr beruhigt. Des Weiteren haben wir 4 schöne, gute deutsche Dieselmotoren an Bord, die das vorantreiben. Das sind 4 einzelne Motoren mit jeweils 7500 PS, die über eine Transmission zusammen ihre Leistung an 2 dicke Schrauben abgeben. Das sieht man ja hier. Die drehen 500 Umdrehungen, die Dieselmotoren. Und durch die Transmission wird die Schraubenumdrehung reduziert auf 150. Und es geht ordentlich ab. Wie schnell fahren wir? 21 Knoten. Also doch relativ zügig, ne? Ja, das ist schon flott. Und wann wurde das Ding hier gebaut, weißt du das? Das war 2003 ist sie gebaut. In Lübeck, ist auch ein deutsches Schiff. Also ich will jetzt nicht so nationalistisch klingen, aber stabil. Du sagtest noch irgendwas von wegen dem Sturm Kyrill, glaube ich mal, ne? Ja, das war so eine Sache gleich am Anfang. Das ist ein sehr teures Schiff und die, wie gesagt, diese, was man so gelesen hat, ich will es jetzt nicht hundertprozentig behaupten, aber die Reederei hat sich da fast ein bisschen übernommen und genau ein Jahr später war ja der Sturm Kyrill, den kennt ja jeder noch, wo bei uns fast alle Wälder umgelegen haben, kam dieses Schiff, kam den Sturm. Und hat so einen Wellengang gehabt, bis zu 12 Metern, dass die Schrauben aus dem Wasser kamen. Und da schalten die Motoren automatisch ab. Und dann hatten die 15 Minuten viel Spaß hier, bis sie die Motoren wieder anhatten, bis das Schiff wieder stabil gelaufen ist. Und wie das dann eingelaufen ist, haben sie dann ganz vorsichtig die Autodecks geöffnet und da haben 80 Autos auf dem Dach gelegen. Also könnt ihr euch vorstellen, was da abgegangen ist. Wir haben jetzt 11 Uhr fast, also fast schon Mitternacht. Draußen ist es immer noch richtig hell. Wir sind an Norwegen vorbei, fahren jetzt auf die Färöer Inseln. Da sind wir aber erst morgen 17 Uhr. Also hier legt man richtig Strecke zurück. Ich gehe jetzt erstmal ins Bettchen, in meine nette kleine 6-Mann-Unterkunft. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder beim Frühstück. Gute Nacht! Vor 2 Jahren wollten wir schon mal nach Island und das war, sagen wir, wir hatten ja geplant, ja, lass uns in 2 Monaten losfahren. Dann wollten wir die Fähre buchen. Du kriegst keine Tickets, vor allem für die Fahrzeuge, die Übergröße haben. Deswegen sind wir jetzt hier 2019 und der Plan war damals 2016 zu fahren. Und genauso wie du, halbes Jahr, 6 Monate vorher hast du ja dein Ticket gebucht und wir auch. Was hast du denn für ein Fahrzeug? Das ist ein umgebauter Nissan Terrano 2. Zeige ich dir später. Also da ist ja jede Menge Anbauten und das war das Problem. Wir würden nach Island kommen, aber Rückweg war voll. Das heißt ja, wir mussten das einfach
sein lassen, den Urlaub, die Fahrt nach Island vor 2 Jahren. Du sagst jetzt immer wir. Meine Freundin und ich. Und die fliegt aber hinterher? Diesmal, ja, so war die Entscheidung, weil sie hat nicht so viel Urlaub. Die hat 3 Wochen Urlaub, ich kann ja ein bisschen mehr Urlaub nehmen, von daher, ich bin jetzt hier mit dir auf der Fähre. Und wir genießen die Zeit zusammen. So ist es. Wow, Top-Wetter und hinter mir seht ihr die Färöer Inseln. Hier wird noch ein Zwischenstopp eingelegt. Circa 200 Leute steigen aus und ungefähr die gleiche Anzahl steigt wieder hinzu und fährt dann mit nach Island. Am nächsten Morgen war es dann nach 2 Tagen auf der Fähre endlich soweit. Island erschien am Horizont. Bevor der Stress mit der Löschung der Ladung beginnt, nutze ich die letzten Minuten Ruhe auf See, um eine Nachricht in die Heimat zu schicken. Mit meinem SpotX-Satellitenmessenger kann ich selbst auf hoher See und ohne Handyempfang SMS-Nachrichten und E-Mails verschicken und empfangen. Island Logbuch, die erste. Wir haben es 19 Grad. Es ist richtig warm. Da oben ist schon der erste Wasserfall. Wow. Nelson ist hinter mir. Der freut sich auch schon auf diese wahnsinnige Insel. Wir werden uns auf jeden Fall Anfang Juli hier wieder treffen. Wir werden ein paar Tage vielleicht zusammen verbringen. Oft habe ich gesagt, dass man beim Motorradfahren die Gerüche und die Düfte anderer Länder anders wahrnimmt. Aber da es hier gerade fast windstill ist und ich ja noch gar nicht zum Fahren kam, habe ich noch keinen richtigen isländischen Geruch in der Nase. Ich bin gespannt, wie sich das hier so entwickelt. Alle Autofahrer, die werden natürlich ihre Klimaanlage anmachen können. Die werden sich entspannen, egal ob es heiß oder kalt ist. Wir Mopedfahrer haben die Möglichkeit nicht. Und das bringt uns eigentlich so nah in diese Natur. Guck mal hier, die Allgäuer mit ihren Rollern. Vespas aufgebohrt, über 100 Kubik. Und mit ganz viel Technik-Krimskrams dran, absolut cool. Gute Jungs sind das. Haben aber auch nur eine Woche Zeit, deswegen müssen sie hier vorbei. Das Verrückte mit der Temperatur ist, hier ist es jetzt richtig warm und auf der anderen Seite der Insel in Reykjavik, da ist es kalt, regnerisch und da kommt das ganze Schmelzwasser von da oben runter. Man sieht überall kleine Wasserfälle. Ich habe ja auf der Fähre super liebe Leute kennengelernt und dazu gehört auch der Andreas, mein Zimmernachbar. Er ist unterwegs mit seinem Nissan 4x4. Das Auto zeige ich euch noch in einem Carporn, ganz exklusiv. Und er wird uns ein bisschen was erzählen zum Auto. Ich habe getankt, ich habe alles soweit gepackt, umgepackt, wie ich das wollte. Wir können los. Man kommt aus der Fähre raus und das Erste, was man vor sich hat, ist ein erster Pass. Wie geil ist das denn? Schaut euch mal diese Natur an. Unvorstellbar geil. Und ich bin mittendrin. Uhuhu. Wir sind gerade 3 Minuten unterwegs und schaut euch mal dieses Bild an. Herrlich. Das ist ja wie im Katalog hier, ne? Oder? Zieh dir das mal rein. Gehen wir eine Runde schwimmen, oder? Natürlich. Wir gehen. Kleine Challenge. Diese Reise hätte eigentlich 2-3 Monate dauern müssen, ne? Weil es gibt wahrscheinlich zu viel. Wenn das Wetter so bleibt, wie es ist, wäre es natürlich der Oberknaller. Und so geht es bei Valle on Tour Island mit dem Motorrad in der nächsten Ausgabe weiter. Wenn du noch näher am Geschehen dabei sein, früher auf die neuesten Videos zugreifen und Teil einer einzigartigen Motorrad-Community werden möchtest, dann melde dich jetzt unter www.valleontour.com als Premium-Mitglied an. Sobald ich meine Reise beendet und aufbereitet habe, wirst du auf meiner Homepage eine umfassende Routendatei mit allen wichtigen Details finden. Bis bald! Ja.